Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video von mir und heute möchte ich mal mit Euler etwas anderes ausprobieren. Denn sehr viele Menschen sagen, man muss die Physical spielen. Der Grund dafür ist ja auch eigentlich relativ einfach erklärt. Sie skaliert zwar nicht auf physischem Schaden, aber wenn wir auf ihre Talente schauen, dann ist schon die ultimative Fähigkeit das, was den meisten Schaden zufügen kann auf dem Gegner. Also hier kriegen wir pro Stapelung mehr Schaden, mehr Schaden, mehr Schaden und hauen am Ende eine dicke physische Bombe raus, die locker über 200k raushauen kann. Und ja, die Whales, die C6 haben, können auch locker, na, vielleicht nicht locker, aber die können auch ganz easy mal die 500k knacken und auch die Millionen, beziehungsweise haben sie alle gesehen, die Videos mit 4 Millionen Damage und Co. Also, da ist einiges Potenzial in ihrer ultimativen Fähigkeit. Allerdings, wenn ich dann wieder drauf schaue, habe ich mich gefragt, wofür? Für welchen Content brauchst du diese physische Bombe? Und aktuell ist es so, dass wenn man Open World machen rumläuft, man eigentlich überhaupt nirgendwo diese Bombe braucht mit diesem Schaden an physischen Schaden. Und wenn wir auf die Bosse und Co. schauen, dann vielleicht noch hier, dass man sich sagt, ey, man braucht das für den neuen Weekly Boss. Oder hier, da lohnt sich der Schaden auch noch, denn 200k reichen auch nicht, um hier den Weekly Boss umzuhauen. Beziehungsweise den Boss von der alten Geodrachen-Echse umzuhauen, reichen 200k nicht. Vielleicht sind das die zwei Content-Punkte, wo man diesen physischen Schaden braucht, aber ansonsten ist man eigentlich nicht auf diese physische Bombe angewiesen und deswegen dachte ich mir, ey komm, du hast mal Bock, sie auf Kryo-Damage zu testen und ein weiteres Argument tatsächlich für Kryo-Damage im Vergleich zu Physical-Damage, auch wenn man bei der Ult sehr viel Schaden verliert, sehr viel Schaden verliert, was die ultimative Fähigkeit angeht und den Schaden, den sie mit einem Hit raushaut. Ich weiß, da verliert man super viel Potenzial, allerdings habe ich ja gerade gesagt, man hat überall eher kleine Gegnermassen, die man schnell mit den Standard-Hits umhauen kann und im Spiral Abyss hatte ich mehr als viele Probleme mit einer Physical Euler, denn da sind ja auch sehr viele eher kleine Gegner, es ist ja nicht so, dass da ein großer Gegner ist, der viel, viel Schaden tankt, bis auf die neuen Abgrundmagier bzw. die Abyss Mages, die ja alle irgendwie einen elementaren Schild haben, bedeutet, da bringt dieser Physical Damage rein gar nichts. Bedeutet für mich, ich brauche diese ultimative Bombe nicht, außer für diesen Geodrachen-Echse bzw. für den Chongli, Asda, wie auch immer der Typ da heißt, ich brauche diesen hohen physischen Schaden nicht. Also, warum nicht auf Kryo wechseln, wo du dann immer noch genug Schaden hast für Spiral Abyss, um durchzukommen, wo du immer noch genug Schaden hast für die Open World, als auch, dass du vielleicht mal probieren könntest, gegen diese Abyss Mages zu spielen. In Ebene 11 hatte ich tatsächlich schon Probleme mit Euler in Ebene 11. Bei der allerletzten Ebene habe ich auch aufgrund dieses Cooldowns Reduction, der kommt in Ebene 11, wenn das Hydro-Element auf einen ist, nicht geschafft, auf jeden Fall genug Elementarschaden zu machen mit diesem Team. Aber ich möchte das Ganze jetzt, weil das in Ebene 11 Raum 2 das in Sekunden vernichtet hat, einfach mal in Ebene 12 testen, wie gut ich da durchkomme oder wie schlecht ich da durchkomme. Ich bin gespannt. Doch bevor ich da reingehe in den Spiral Abyss, ganz kurz meine Stats gezeigt. Ich spiele das 4er Kryo-Set auf ihr, das passt ja auch mit Chongyun, da kriegt man die Gegner auf jeden Fall immer mit dem Kryo-Effekt betroffen und auch regelmäßig eingefroren für diesen 40% KT-Bonus. Ich brauche normalerweise, spiele ich diese Waffe auf ihr, wenn ich sie auf Physical baue, jetzt wo sie auf Kryo gebaut ist, brauche ich nicht unbedingt die Ult, da ich ja mehr Schaden jetzt wahrscheinlich eher mit den Standardangriffen mache, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich probiere es mit dem Wolfgrab aus und damit komme ich overall auf die Stats von 30% KT. Wie gesagt, ich kriege sehr viel durch elementaren Einklang und die Artefakte und 220% kritischen Schaden als auch 2700 ANG. Also das sind die Stats, mit denen ich reingehe in diesen Kampf. Das Team, für das ich mich dabei entschieden habe, habt ihr gerade vielleicht schon rechts gesehen. Ich habe Euler mit dabei, ich habe einen Chongyun mit dabei, ich habe einen Bennett mit dabei und ich habe Qingxu mit dabei. Da dieses Team kommt, ist relativ einfach erklärt. Also gerade Euler, Chongyun, Qingxu hat Remus ein ausführliches Video zu gemacht. Da würde ich euch einfach mal auf sein Video verlinken, beziehungsweise dass ihr bei ihm vorbeischaut. Wenn ihr was zur FreezeCon wissen wollt, der hat das Ganze am Beispiel Rosari gezeigt, wo das Ganze schon fast mehr Sinn macht, dann könnt ihr bei ihm mal vorbeischauen. Und ich benutze das Ganze hier in der zweiten Hälfte, dadurch, dass in der ersten Hälfte, Entschuldigung, ich wollte sagen, ich benutze das in der ersten Hälfte, dadurch, dass in der zweiten Hälfte hier die Kryo-Hexen sind und bei den Kryo-Hexen komme ich natürlich nicht so geil mit Kryo-Schaden durch und ich will das ja auch gegen diese Abyss-Mages austesten, also gegen den Abgrundsänger Lila Blitze, von daher in der ersten Hälfte machen wir das Euler-Team und gehen mal rein. Team 2 ist eigentlich unwichtig für den Test, weil ich ja nur Euler testen möchte, aber da benutze ich ja eins meiner Whales-Team, Full of 5-Stars, während ja hier das erste Team eher auch Free-to-Play-freundlich ist, man muss nur einmal Glück gehabt haben, einen 5-Star zu bekommen, aber das ist ja eigentlich bei jedem Main-Damage-Dealer so, wenn man den mit 4-Stars kombiniert, von daher, das wird das, womit ich reingehe, wie gesagt, es ist nur das Euler-Team wichtig und das ist das, was wir uns jetzt anschauen.
Oh yeah, erhöhe den Angriff um 20% und zeig dann bitte hoffentlich, was du kannst. Mein großes Problem ist auf jeden Fall der Qingxue an dieser Stelle und dass ich sie anscheinend nicht richtig spiele. Ich bin hier komplett, okay, ich mache hier einen Fehler nach dem anderen. Aber ist erstmal egal, denn es geht erstmal ums erste Testing. Ich muss es erstmal lernen, damit klarzukommen. Und jetzt genau hast du deine Stacks und jetzt hau bitte drauf mit hoffentlich ein bisschen Crew Damage, solange noch Chongyun aktiv ist. Plus, dass die Ult von Qingxue aktiv ist, wodurch die Gegner natürlich direkt instant gefreezed sind, solange die Ult noch aktiv ist, was jetzt vorbei ist. Ist tatsächlich, aber ich kann jetzt hier wie die elementare Fähigkeit von Chongyun raushauen und ich muss definitiv häufiger die E einsetzen. Also ihr seht, ich komme auch nicht perfekt mit meiner Bam, mit meiner Euler klar. Da ist auf jeden Fall noch einiges, was ich üben muss mit ihr, aber wir kriegen das Ganze schon hin. Ich habe meine zwei Stacks wieder, ich kann wieder meine E einsetzen, ich kann hier wieder eine Ult einsetzen und kann jetzt wieder mit Chongyun ankommen. Das ist doch geil und dann würde ich sagen, hauen wir wieder mit Euler drauf, oder? Bam, genau, zack. Und wir machen wieder Kryo-Damage. Sollten die Gegner direkt freezen? Ne, ich mache keinen Kryo-Damage mehr, was sehr, sehr schade ist, definitiv. Aber es reicht erstmal. Ich bin immer noch bei einer Minute Spielzeit. Von daher, zeigt bitte, was ihr könnt. Enttäuscht mich einfach nicht. Okay, deine elementare Fähigkeit, den Cooldown muss ich auf jeden Fall noch lernen, damit umzugehen. Bis jetzt ist es aber noch kein Problem. Und bei dir muss ich auch, ich hasse es, dass wir keinen Cooldown an der Seite sehen. Jetzt gleich habe ich dich wieder perfekt. Und dann setzt ja auch einmal die Ult ein. Warum denn nicht? Genau, und zack. Und jetzt hoffe ich, dass hier der Physical Schaden reicht, beziehungsweise dass, sobald die Stacks alle gesammelt sind, die gerade kein Schild offen haben und das reicht, wunderbar, Raum 1 ist geschafft. Easy, auch die 3 Sterne geholt, ab in Raum 2. Oh yeah, AMG-Boost nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dieser Floor ist, glaube ich, am gefährlichsten. Ich glaube, hier habe ich tatsächlich die meisten Probleme, ohne irgendwas zu erreichen. Von daher probieren wir es einfach mal aus. Genau, hau den nochmal hinterher und jetzt geht's los, hoffentlich. Bin gespannt. Zack, wir frieren die Gegner auf jeden Fall direkt ein. Ich kümmere mich immer am liebsten hier um die Fernkämpfer zuerst, dadurch, dass die tatsächlich sehr, sehr nervig und sehr schwierig zu töten sind, beziehungsweise halt einfach nicht zu mir kommen, so wie die zwei es hier gerade, upsala, sehr nett machen. Genau, baller mal bitte drauf, senkt deren Resistenz, perfekt, und hau wieder drauf. Ich glaube, Chongyun und Co. müssten wieder ready sein. Der kommt ja eh zu mir. Von daher können wir auch hier einmal rüber, bitte. Also diesen Floor finde ich tatsächlich extrem nervig. Ich bin ganz ehrlich, den finde ich super, super nervig. Aber wir probieren auf jeden Fall unser Bestes. Ich habe auch die Waffen gewechselt. Also Qingxue hatte bei mir bisher immer keine Waffen mit Aufladerate, da ich ja immer noch nicht das Opferschwert habe. Ihr wisst, wie sehr ich darunter leide, hoffentlich. Bam, töte die kleinen Viecher. Nein, es reicht nicht mal, um die kleinen Viecher zu töten. Echt, es ist so schrecklich. Komm, bevor die Physical Bomb auf gar nichts geht. Hier, da ist er. Bumm. Wunderbar, da war der Schaden. Diesmal haben wir ihn getötet. Und jetzt hier rüber. Dahin. Genau. Also es ist zeittechnisch hier sehr, 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 sehr kompliziert. Ich hasse diesen Floor auch wirklich über alles. Aber wir kriegen das schon hin. Zack, genau, haut drauf. Und wir haben die Ult zum Glück wieder. Perfekt. Und wir haben wieder die zwei Stacks. Bedeutet, jetzt können wir gleich nochmal hoffentlich... Nein, ich will die E gedrückt halten. Ich bin so ein Depp. Ich bin so ein Depp. Ich bin so ein Depp. Jetzt habe ich auf jeden Fall keine Standardangriffe mehr, die Kryo-Schaden machen. Aber ist gar kein Problem. Und hau hier nochmal drauf. Und ich habe wieder die E nicht gedrückt gehalten. Ich muss sowas von leer mit Euler umzugehen, ich kleiner Trottel. Komm, jetzt aber. Und genau, hau drauf. Dann ist er auch tot. Und nein, warum lebst du denn noch? Warum lebst du denn noch? Genau, hau drauf, schnell. Solange alles noch... Okay. Das war ein kleiner Fail. Ich habe ein bisschen Zeit verloren, aber wir schauen gleich weiter. 3 Sterne auch hier geholt und wirklich spannend wird jetzt der letzte Raum. So, der Raum dürfte auf jeden Fall der schwierigste werden. Ich glaube, ich werde hier große Probleme haben, irgendwie klarzukommen. Ich bin ganz ehrlich. Aber wir probieren es aus und bam, 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 bam. Jetzt setzt seine Ult noch hinterher ein. Jetzt den und dann haben wir die Combo. Jetzt haben wir die Combo, genau. Wunderbar. Hau drauf und hau drauf und dann die Ult bitte. Das wäre wirklich sweet von dir. Dankeschön. Dann sind wir jetzt schon mal auf jeden Fall in einem guten Startpunkt. Und ich habe vergessen, die E direkt hinterher einzusetzen, nachdem ich die Ult eingesetzt habe. Aber es sollte schon mal reichen, um ein bisschen Damage rauszuhauen. Da war ein 100k-Hit. Perfekt. Es reicht halt nicht annähernd, auch mit 100k da durchzukommen. Ist aber bisher okay. Ist okay. Wir sind glaube ich, noch gut im Rennen. Wenn sie ein bisschen was von ihrer Ult verliert, ist es aber gar kein Problem. Härte ist, wenn hier der hier was von der Ult verliert, da ich natürlich, upsala, dann Probleme habe. Ups, dass ich nicht mehr healen könnte, von daher... Oh nein, ich wollte hier sein. Ich wollte gerade auf Bandit sein, ohne Witz. Ich bin so schlecht. Zack, egal, haut drauf. Wir haben jetzt gerade ein bisschen den Kryo-Schaden. Und ihr seht, ich nehme auch schon heftig Damage. Bitte gib mir mal eine Ult, das war wirklich richtig sweet von dir. Nicht die Ult. Okay, die ist eher direkt wieder weg. Ich wollte gerade schon sagen, nicht die Ult, nicht die Ult. Die Ult will ich haben. Ist die auch wieder weg? Ja, wahrscheinlich wird das nichts mit dem Healing. Das ist ja ganz hart hier, mit der Team kommt. Das war der Falsche, vollkommen egal. Du bist der Richtige, genau so. Und haut weiter drauf. Ich glaube, ich kann meine Ult schon fast vergessen. Und ihr seht da oben die Zeit, die geht immer weiter runter. Wenn ich das sehe, das tut weh.
Oder ist der tot? Der ist tot! Oh mein Gott, das habe ich hier gar nicht gecheckt, ich kleiner Trottel. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ich bin so dumm. Jetzt habe ich die Chance. Jetzt ist meine Chance gekommen. Ich glaube, ich werde mir die 3 Sterne tatsächlich nicht holen. Aber ich glaube auch, mit einer Physical Euler wäre ich hier nie im Leben durchgekommen. So, wir haben den. Dankeschön. Wir haben den wieder. Und hau drauf. Genau, ich glaube wirklich mit einer Physical... Upsala. Physical Euler wäre ich hier nie durchgekommen. Aber das ist okay. Wir haben wieder unsere LP. Und jetzt. Jetzt ist der Moment hoffentlich von Euler halbwegs gekommen. Wir kriegen ihn nicht einfrieren. Doch, jetzt können wir ihn auch einfrieren. Und go. Go, frier ihn ein und mach schön dein Damage. Genauso. Halt vielleicht mal die E gedrückt zwischendurch. Senkt nochmal ein bisschen die Resistenz. Wir machen kein Kryo-Damage mehr. Aber wir hauen noch auf jeden Fall ordentlich drauf. Und ihr seht, die Zeit reicht auf jeden Fall jetzt schon nicht mehr für 3 Sterne. Die Zeit reicht auf jeden Fall jetzt schon nicht mehr für 3 Sterne. Und hau drauf. Aber es ist okay. Also ich würde es sowieso nochmal mit einem anderen Team probieren. Ich weiß, dass ich mit Physical Euler hier genau diesen Moment... Den hätte ich vergessen können mit Physical Euler. Und jetzt bin ich froh, dass ich zumindest Raum 2 schaffe, auf jeden Fall mit 3 Sternen. Ich werde nochmal versuchen, ein bisschen damit ja, besser umzugehen. Mal gucken. Vielleicht ist es ja auch irgendwo möglich. Ihr seht jetzt mal die ganze Zeit Supraleiter. Ich kann hier zwischendurch nochmal andere Elementarfähigkeiten mit reinballern. Genau, mach das so. Und mach den hier auch nochmal mit rein. Und dann haben wir ihn auf jeden Fall down innerhalb von ein paar Sekunden. Und ganz knapp vor den 3 Sternen, mit Sicherheit. Ich weiß, ich hatte jetzt noch 10 Sekunden left oder sowas. Und hier habe ich nicht die ultimative Fähigkeiten. Ich werde mal reingehen. Also 2 Sterne sind es geworden. Und ich bin jetzt tempted, das vielleicht heute Abend nochmal im Stream auszuprobieren. Mit genau den Teams vielleicht doch nochmal auf die 3 Sterne im letzten Raum zu gehen. Denn wenn ich jetzt auf jeden Fall die Venti-Ult bis zum letzten Raum halte, dann brauche ich nicht viele Sekunden hier für den zweiten Raum. Ich hatte die Venti-Ult noch nicht ready, aber als ich sie dann einsetzen konnte, waren die Gegner ziemlich schnell tot mit diesem Team. Also ich bin tempted, es vielleicht nochmal heute Abend auszuprobieren. Von daher, ich muss sagen, es ist nicht so, als würde sie gar keinen Sinn machen. Die Ult hat ungefähr jetzt die Hälfte des Schadens gemacht. Es ist so, dass, keine Ahnung, ich trotzdem noch die Gegner freezen kann. Es macht halt einfach Spaß, diese Combo zu spielen, definitiv. Ja, man kann auch einfach Rosaria statt Euler zu benutzen. Man braucht dafür keine Euler, um hier drauf einen Kryo-Damage-Schad zu spielen. Dafür kann man auch Free-to-Play-mäßig ein komplettes Forster-Team spielen, wenn man möchte. Also, wie gesagt, das war auf jeden Fall ein bisschen Overkill. Vielleicht sollte ich Bennett ersetzen. Das überlege ich gerade noch. Einfach Bennett nochmal auszutauschen. Ich weiß nicht, ob er quasi der, ja, wahrscheinlich ist er schon der Optimale, ich weiß noch nicht. Ich muss nochmal testen, ob ich irgendwo anders vielleicht mehr Schaden gegen diese Abyss-Mages am Ende raushauen kann, wenn ich vielleicht nochmal eine, ja, Chi-Chi benutze, die dann die ganze Zeit nochmal, oder noch besser als Chi-Chi eigentlich, die Yona, wenn die auf Healing gebaut ist, sollte eigentlich auch gut was rausgeballert kriegen. Ich werde vielleicht, das wie gesagt, heute Abend nochmal testen. Ich bin aber overall eigentlich zufrieden. Wie gesagt, ich komme in der Overworld mit diesem Team klar. Ich kann einfach mit Chongyong die E raushauen und mache dann mit Euler auf jeden Fall in der Zeit genug Schaden. Das definitiv. In der Zeit mache ich genug Schaden mit Euler. Das war halt gar kein Problem. Zwischendurch eine Ching-Chu-Ult, wenn die Gegner stärker sind. Und dann macht man auch genug Schaden. Und 1-2 Weekly Bosses, da kommt man vielleicht nicht klar. Also man kann Kryo-Euler meiner Meinung nach spielen. Ja, es holt nicht ihr komplettes Potenzial raus. Ja, so ist sie als 5-Star nicht wert. Aber wenn ihr sie aus Versehen zieht, was ich super häufig im Stream lese, und ihr keinen Bock auf Physical habt und eigentlich Kryo spielen wollt, dann macht es einfach. Macht das, worauf ihr Bock habt in diesem Game. Das ist mein Fazit zu Kryo Euler. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich extrem über einen Daumen nach oben freuen. Ich werde sie erstmal auf Kryo lassen wahrscheinlich. Mal gucken, vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie viel Bock ich habe, mich dadurch eben eine 12 zu kämpfen. Ich verabschiede mich. Das war's von mir, euer Sonny94.